heute, wie Sie in die Bürgergeldqualifizierung bekommen. Vermutlich haben Sie von uns bereits einen Brief bekommen, in dem Sie erfahren haben, dass wir Ihren Account angelegt haben. Sie können dem Link in dem Brief folgen oder Sie gehen auf die URL-Seite bürgergeld.talentdigital.eu. Dann kommen Sie in dieses Fenster. Sie klicken dann auf Neu anmelden und geben dann Ihre berufliche E-Mail-Adresse an. Das ist bei mir recht praktisch, weil ich die schon hier sozusagen voreingestellt habe. Und dann wählen Sie ein Passwort, was Sie gerne verwenden möchten. Sie klicken Datenschutzbestimmungen an und auf Weiter. Das System, das machen wir hier nicht, das System schickt Ihnen dann eine Bestätigung als E-Mail und dort bestätigen Sie Ihre E-Mail. Dafür haben Sie 720 Minuten Zeit. Wenn Sie da draufklicken, können Sie jetzt sozusagen über Jetzt anmelden, sofort in die Plattform gehen. Hier muss ich noch mein neues Passwort eingeben. Oh, ich habe mich vertippt. Entschuldigung. Jetzt aber. Und schon sind wir in der Plattform. An vielen Stellen bei uns in der Plattform haben Sie kleine Erklärungshinweise, wie zum Beispiel jetzt hier, dass Sie auf den Knopf Loslegen klicken sollen, wenn Sie loslegen möchten. So, das machen wir jetzt auch. Wir legen los und als erstes erstellen wir unser Profil. Profil heißt, wir suchen hier in dem ersten Feld das Bundesland aus, in dem wir wohnen und das zweite das Jobcenter, in dem wir arbeiten. Wenn ich im Jobcenter arbeiten würde, dann vermutlich in Düsseldorf, wo ich auch wohne. Und dann die Funktion, in die wir bekleiden im Jobcenter. Warum ist das so? Das sind Angaben, die sind natürlich auch freiwillig für Sie, aber wenn Sie diese Angaben hier vornehmen, dann können Sie später an einer bestimmten Stelle sehen, wie Ihre Ergebnisse im Vergleich zu dem in Ihrem Jobcenter sind und den im anderen Jobcentern auch. So, als zweites bauen wir unseren Spielavatar. Das heißt, einen Spielernamen kann man auswählen. Ich spiele zum Beispiel gerne als Typ Knopf. Hier ist es keinesfalls notwendig, dass Sie Ihren richtigen Namen angeben. Alles ist anonym, keiner sieht Ihre Daten. Es geht hier tatsächlich darum, dass Sie auf eine andere Art und Weise lernen. Ich wähle mal hier dieses Bild aus und gehe auf Speichern. Und schon sind wir einen Schritt weiter und hier wird, wie Sie es vielleicht aus anderen Programmen auch kennen, sozusagen eine kleine Tour erklärt uns, was wir hier für Elemente sehen. Ich werde nicht zu allen was sagen. Sie haben ja, wenn Sie selber reingehen, ausreichend Zeit, alles zu lesen. Ich werde mich jetzt nur auf einige wenige konzentrieren. Zum Beispiel hier unten, das ist ein ganz wichtiger Knopf, weil hierüber steuert das Spiel. Immer wenn hier ein Gesicht leuchtet oder sogar hüpft, dann will Ihnen sozusagen das Spiel etwas mitteilen, dass Sie vielleicht mit der Episode fertig sind oder dass Sie eine Aktion vornehmen sollen. Der nächste Button ist vielleicht noch wichtiger für Sie. Entschuldigung, wenn Sie in den Lernepisoden sind und das Gefühl haben, ich möchte es nochmal machen oder ich möchte zwischenzeitlich etwas recherchieren, um die Aufgaben alle richtig zu machen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, zurückzuspulen. Das heißt, Sie können, wenn Sie auf diesen Button drücken, dann sehen Sie, da öffnet sich ein Menü und Sie können zu einem bestimmten Punkt in dem Spiel, was Sie schon absolviert haben, zurückspringen, um das vielleicht noch einmal zu machen. Und die Buttons, die wir hier in der linken Ecke haben, der Pause-Button ist natürlich wichtig, weil Sie ja die Aktivität hier im Arbeitsplatz spielen können. Das heißt, Sie können immer Pause drücken. Und was Sie hier daneben sehen, hier diesen Zurück-Button, das ist eine ähnliche Funktion wie die wir uns gerade angeguckt, aber hier starten Sie immer die komplette Episode und gehen nicht nur einen Schritt zurück wie mit diesem Knopf hier. Gut. So, und schon sind wir in dem Spiel und die erste Episode, die erkläre ich gleich,
in dem nächsten Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.